Viele Karikaturisten und Medienhäuser weltweit verteidigen nach den islamistischen Anschlägen von Paris die Presse- und Meinungsfreiheit. Den Angriff auf das Satiremagazin Charlie Hebdo mit 12 Toten vergleicht dieser niederländische Zeichner mit den Terroranschlägen vom 11. September 2001 in den USA. Die Haltung, die er und seine Kollegen einnehmen sollten, ist für ihn klar. Wir provozieren, das ist die Idee einer Karikatur. Eine Karikatur, die einen nur zum Lächeln bringt und nicht zum Nachdenken, ist keine Karikatur, sondern eine Illustration. Der Angriff auf Charlie Hebdo sollte offenbar eine Vergeltung sein für die Darstellung des Propheten Mohammed in dem Magazin. Kritiker fürchten, dass Medien angesichts von Gewalt und Drohungen einknicken könnten. Das türkische Satiremagazin Lehmann, das eher politisch ausgerichtet ist, hat wie andere auch Todesdrohungen erhalten. Manchmal praktizieren wir eine Art Selbstzensur oder Selbstkontrolle, ohne dass der Geschäftsführer oder der Chefredakteur etwas gesagt hat. Wir haben Grenzen, die wir nicht überschreiten. Manchmal kritisieren wir uns gegenseitig und sagen, nein, das ist zu heftig, so weit kannst du nicht gehen. Die erste Charlie Hebdo-Ausgabe nach dem Anschlag erscheint mit einer Mohammed-Karikatur auf der Titelseite. Einige Zeitungen und Websites zeigen sie nicht, andere halten sie für nachrichtlich relevant und veröffentlichen sie. Bei Muslimen stößt die neue Karikatur auf Kritik. Doch viele Zeichner dürfte das nicht anfechten. Sie werden weiter Karikaturen anfertigen, im Sinne der Meinungsfreiheit.